Was geht ab, Leute? Willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ihr hört vielleicht hier im Hintergrund, Leute, das ist mein Ventilator. Ich mache ihn mal kurz aus. Ja, okay. Ist ja okay, aber Leute, wir haben hier einfach, hier drinnen sind 29 Grad und bei mir draußen ist, keine Ahnung, 35 Grad heute im Auto gewesen. Es ist mega, mega warm. Ich weiß nicht, wie warm es bei euch ist. Ihr dürft es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie warm es ist. Also mal gucken, wann ihr das Video seht. Aber, weil ich habe mir ja mit den Spenden, Leute, extra einen Laptop jetzt besorgt. Also richtig geil, mit dem ich endlich mal schneiden kann, weil ich habe so viele Projekte einfach und ich komme nicht hinterher mit dem Schneiden. Aber ich habe euch heute etwas Heftiges zu zeigen, Freunde, denn ich habe eigentlich auf eine Maske gewartet. Ich weiß nicht, ob ihr alle Purge kennt, die Säuberung, so die Serie, also Serie, nicht Film. Gibt es ja schon, glaube ich, 3 oder 4 Teile. Und ja, da habe ich mir eine Maske gegönnt, weil ich habe hier Schwarzlicht hier drin, Freunde. Das ist richtig. Und Leute, Schwarzlicht, ich sag's euch, Schwarzlicht ist richtig, richtig geil. Und da kannst du halt mit Neonfarben mega, mega nice Sachen machen. Und diese Maske hat eben Neonsträhnen und ja, sieht heftig aus. Werdet ihr wahrscheinlich irgendwann in meinem Livestream, in meinem Hintergrund sehen. Also da sitze ich ja und dann seht ihr das, was hinter der Kamera ist. Und da wird diese Maske hinkommen. Aber Freunde, da mache ich heute ein Paket auf aus dem Ausland, weil die Maske ist aus dem Ausland. Ich weiß jetzt nicht ganz genau woher, aber ich habe auf jeden Fall erkannt, okay, das ist aus dem Ausland. Und dann, Leute, mache ich so richtig auf, denke ich mir, boah, krass, ist die schnell da und so. Mache ich auf, was sehe ich? Warte. Hä? Leute, WTF! Ich habe ja schon diesen heftigen Skin bekommen, werdet ihr vielleicht alle kennen. Blende ich euch mal ein hier, Leute. Eieieiei, geile Leggings. Also Leggings ist schon, Leute. Und das Ding ist, ich habe ja von PUBG diese Leggings bekommen, dieses Outfit. Und jetzt mache ich den Karton auf und es ist nicht meine Maske drin, sondern es ist ein Paket und ich habe absolut. No joke, Leute. Ich habe ja schon einiges von PUBG bekommen, so wie diese geile erster Platz, Leute, auf der Gamescom. Werden vielleicht die ein oder anderen noch kennen. Und einen heftigen PUBG-Rucksack habe ich ja auch noch. Und das, keine Ahnung, was da jetzt drin ist, Leute. Und ich würde mal sagen, dass wir einfach zusammen aufmachen hier. Ich weiß gar nicht, das Siegel. Oh mein Gott, ihr seht, ich habe selber noch absolut gar nicht reingeguckt. Gut, das Siegel ist runter, Freunde. Und wir haben eine Kiste. Eine Kiste, die man ja eigentlich im Shop aufmachen kann für Geld, haben wir jetzt eine echte Kiste. Ach du Scheiße, ich würde mal sagen, ihr dürft zuerst reingucken. Ich habe keine Ahnung. Es ist so warm. Es ist einfach so warm. Ist bei euch auch so warm, Leute. Okay, gönnt euch mal. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. 3, 2, 1. Wow! Oh, das sieht... Oh, Leute, das sieht nach T-Shirts aus. Oh mein Gott, okay. Ich würde mal sagen, Freunde, ich zeige euch die gleich. Und das ist alles Loot, was wir verlosen können. Weil ja viele auch immer fragen, was ich hier mit den Teampunkten machen kann in meinem Livestream. Dafür sind die Teampunkte, damit ich Giveaways machen kann und du dich da sozusagen in die Liste einkaufen kannst. Deswegen gibt es Teampunkte. Und ich würde mal gucken. Okay, das sind, zeige ich euch sofort, Leute. Weil da ist noch mal was drin. Also hier. Oh, die Sun. Oh, das ist absolut meine Lieblingskarte, Freunde. Muss ich sagen, diese neue Karte. Boah, schön. Oh mein Gott, ich sehe schon. Es ist ein Plakat, Freunde. Mit der neuen Karte. 4x4. Ja, lol, Dicke. Boah, nice. Also entweder einmal hier so. Oder aber einmal so, Leute. Absolut geilste Map. Ich finde das so geil, dieses Battle Royale in diesem Modus, weil das geht einfach so schnell, man hat so schnell Loot und ja, es kommt halt dann echt nur aufs Fighten drauf an. Aber sieht auf jeden Fall geil aus, oder? Also ich finde, geil. Geil, Dicker. Dann haben wir hier noch, Sticker. Das ist, oh, nice. Sticker, Freunde. Das ist ja geil. Mit einem Dreierhelm. Einen Energy, was ja damals Red Bull war, aber jetzt nicht mehr. Eine Kiste, PUBG-Logo und da oben nochmal Zenhawk als Logo, Freunde. Ihr wisst ja, ich bin ja PUBG-Partner, deswegen habe ich das hier bekommen. Aber da gibt es noch eine Kiste. Wir wissen, was in der Kiste ist. Hier noch irgendwelche
irgendwelche Karten zu irgendeinem Essen oder so, keine Ahnung. Supermarket? Okay, alles klar, keine Ahnung, Leute. Wollt ihr das haben? Weiß ich ja nicht. So, aber bevor ich diese geile Kiste aufmache, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung, was da drin ist. Man hört auch nicht. Okay, ich zeige euch erstmal die T-Shirts, bevor ich zeige, was in dieser Kiste drin ist. So, das ist das erste T-Shirt, Leute. Boah, ich sehe schon, hinten ist auch was drauf. Okay, vorne Zenhawk Strikers, Kämpfer, Leute. Und Alive. Oh, 99. Ach du Scheiße, man spielt ja mit 100 Leuten und man hat theoretisch 99 Gegner. Alter, das ist richtig geiler Stoff hier. Oh mein Gott, und PUBG hinten drauf. Alter, holy shit. Und das ist in der Größe L. Oh mein Gott, das, ja gut, das haben sie halt wegen mir gemacht, weil ich L hab, Leute. Alter, okay, das ist mal... Oh mein Gott, Dicker. Alter, okay, okay, okay. Ich glaube, da müsst ihr ein paar Teampunkte sammeln, damit ihr da eine Chance habt. Und, geil, Leute, geil, ich sehe schon. Das werde ich auf jeden Fall verlosen, das könnt ihr haben, Leute. Oh, nee, oder? Geil, boah, krass, Leute, da oben ist nochmal ein PUBG-Logo. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Alter, holy shit, auch schön in L. Aber es ist halt ein geiles Hawaii-T-Shirt. Also ich weiß nicht, wer darauf steht, Leute. Aber werde ich auf jeden Fall auch in meinem Livestream verlosen. Also auf jeden Fall immer die Glocke aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt. Oder in meinem Discord einfach vorbeischauen. discord.gg/weißstudio. Und da werdet ihr auf jeden Fall immer eine Benachrichtigung bekommen, wenn es durch mich ist. Mir ist so warm. Ihr glaubt das mir gar nicht, Leute. Aber ich würde mal sagen... Ich bin hier am Zupfen, weil alles klebt, Freunde. Ich weiß nicht, was da drin ist. Digga. Okay. Alter. Was denkt ihr? Schätzt mal, was da drin sein könnte. Eine neue Medaille oder sowas? Ich weiß es nicht. Leute, ich mache einfach mal so auf, dass ihr es seht und ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Digga. Und... Okay, ich sehe noch nichts. Okay, ich sehe noch nichts. Ich sehe... in der Kamera, aber das ist zu weit weg. Was kommt da raus? Hä, was ist das? Na toll. Erstmal nur ein Case, Leute. Hä? WTF, Leute. Okay. Ein Mäppchen oder sowas? Ist da irgendwas drin? Ne? Ich hab grad gar keinen blassen Schimmer. Okay, wir machen mal aus. Auf das Ding. Mal gucken, ob überhaupt was drin ist. Wir machen auf. Oh, ey, nice. Okay, Leute. Okay, es ist eine Pilotenbrille. Alter, okay, das ist natürlich richtig geil. So, Leica. Hab dich gesehen, Decker. Wolltest du mich anschießen mit deinem M16 auf 4 oder was? Ich hab M16, M416. So. Leute, oh mein Gott. Ich würde mal sagen, das ist nice, oder? Schreibt's mal in die Kommentare, ob mir die steht. Schreibt's mal wirklich so von Noten 1 bis 6. 1 ist gut, 6 ist scheiße. Also, ich weiß nicht, steht mir die? Oh mein Gott, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, vielen, vielen Dank hier an PUBG. Schaut auf jeden Fall in meinen Livestream immer vorbei, da werde ich das Zeug verlosen. Also wirklich, wie gesagt, werde ich das hier verlosen. So, zusammen mit dem Hawaii-Hemd hier. Oh, yo. Also, guckt auf jeden Fall in meinem Livestream immer vorbei, Leute. Ganz, ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, war ein kleines Unboxing-Video, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Boom! Tschö, 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 tschö. Tschö mit Öl. Bis zum nächsten Mal.